ist gerade in Rumänien, in Hermannstadt. Zusammen mit euch entdecken wir hier die deutschen Spuren und zeigen euch 6 interessante Orte, die etwas mit der deutschen Kultur zu tun haben. Unsere erste Station ist das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt, eine Regionalorganisation des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Dieses Forum wurde 1989 gegründet und vertritt seitdem die Interessen der deutschsprachigen Bevölkerung hier in Rumänien. Heutzutage stehen im Fokus der Tätigkeit des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt die kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Siebenbürgische Kultursommer. Die zweite Station ist die Redaktion der Hermannstädter Zeitung. Die Zeitung wurde 1968 gegründet und erscheint heute mit der Auflage von 2100 Exemplaren. 40% davon gehen sogar ins Ausland. Die Hermannstädter Zeitung informiert über die aktuellen Themen der deutschsprachigen Community hier in der Stadt und über die kulturellen Veranstaltungen in der Region Siebenbürgen. Die Station Nummer 3 ist das Bruckenthal-Gymnasium. Das ist die älteste deutsche Schule in Rumänien. Sie wurde bereits 1380 urkundlich erwähnt. Heutzutage zählt die Schule etwa 850 Schüler und Schülerinnen und das ist die Partnerschule der Bundesrepublik Deutschland. Direkt gegenüber ist die evangelische Stadtpfarrkirche. Sie spielt jedoch nicht nur die religiöse Rolle. Wenn man in die Kirche reingeht, kann man dort die Geschichte der Siebenbürger Sachsen verfolgen. Dort stehen die Epitaphien, darunter eine von Samuel von Bruckenthal, Gouverneur von Siebenbürgen. Darüber hinaus findet man dort die Gedenktafeln, die an die Opfer des Zweiten Weltkrieges sowie an die deportierten Rumäniendeutschen erinnern. Die nächste Station unserer Tour ist das Deutschhaus. Das ist noch ein wichtiger Ort mit Bezug auf die deutsche Kultur hier in der Region. Hier gibt es viel zu entdecken. Kommt rein! Hier befinden sich zugleich 4 Institutionen. Das Erasmus Büchercafé, wo man die deutschsprachigen Bücher kaufen kann. Das zentrale Archiv der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Das Begegnungs- und Kulturzentrum. Und das Landeskirchliche Museum, welches über die 800 Jahre lange Geschichte der Siebenbürger in Sachsen erzählt. Auch die Literaturliebhaber kommen in Sibiu auf ihre Kosten. Denn hier gibt es eine wunderbare deutsche Buchhandlung, die Schillerbuchhandlung. Dort kann man Bücher von solchen bekannten Autorinnen wie Hertha Müller oder Iris Wolf kaufen. Eine weitere Station ist das Radu Stanca Theater. Das Theater trägt den Namen eines bekannten rumänischen Dichters und Theaterkritikers. Das Interessante ist, dass dieses Theater auch eine deutsche Abteilung hat. Also auch die Stücke in deutscher Sprache werden hier aufgeführt. Und übrigens, das Institut für Auslandsbeziehungen fördert das Sprachtraining der Schauspieler dieses Theaters. Und noch ein Extra-Tipp, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringt, könnt ihr gerne das Freilichtmuseum Astra besichtigen. Hier kann man sehen, wie die Menschen in Rumänien früher gelebt haben. Unter anderem finden wir hier ein Haus eines sächsischen Weinbauers. Vielleicht lebt hier noch einer.